Das kam jetzt kurz. Aufnahme mit deinem Tralala beendet und die nächste mit deinem Tralala gestartet. Schön. So muss es sein. Mein neues Album. Was, Tralala? Ja. Geht das nicht? Oh nein, ich hab wieder Werbung gemacht. Geht das nicht eigentlich Schalalalala? In dem Morning. Schalalalala. Irgendwie sowas in den Wenger Boys gab's da mal so ein Lied. Aber warte, das ist ja vor deiner Generation, Melvin. Ja. Baust du hier gerade um, Pascal? Ich verbessere es gerade. Aber Melvin? Holz? So, okay. Weißt du was, Alk? Ja, was? Verdammt. Das ging nicht. Wolltest du mich versuchen abzuschießen? Nein. Wollte ich nicht. Also doch. Nein. Wolltest du mich muten? Nein. Das cool. Darf ich gar nicht. Genau. Das habe ich mir gemerkt. Wenigstens ein was. Warte mal, wenn die wachsen, kann ich die hier infizieren. Wobei, ich krieg ja so mehr raus. Huch. Hier, Alter, dein blödes Holz. Jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt habe ich genug. Nimm an! Kurz für euch als Info, die Growth Accelerator von, Oh lol, der andere hat coole Augen. Mystical Agriculture. Funktioniert nicht. Also zumindest nicht mit einer Watering Can zusammen, weil danach wachsen die Dinger beinahe gar nicht mehr. Beinahe, die wachsen einfach nicht mehr. Punkt. Keine coole Augen. Warte mal, was wächst jetzt nicht? Wenn du die Growth Accelerator nimmst von von Mystical Agriculture, diese grünen Blöcke. Ach dort, ja. Wenn du die unter dein Feld setzt und gleichzeitig noch bewässerst, wachsen deine Pflanzen nicht mehr. Das Ding hätte ich sowieso nie gesetzt. Ich hätte das mit der, sowieso automatisiert mit dem Ender-IO-Teil. Das Ding ist halt nur dafür, dass es schneller wächst. Zum Automatisieren ist es, automatisiert habe ich noch gar nicht. Ich habe es jetzt nur halb automatisiert, dass in dem Fall, die Crops automatisch irgendwo eingelagert werden, also die Essenzen. Aber das müsste doch dann, wenn du diesen Block drunter gesetzt hast und den Farmer von Ender-IO hast, eigentlich ruckzuck gehen. Da würde ich eher die Growth Crystals nehmen von Tiny Progressions, weil die sind deutlich besser. Also bei denen weiß ich, dass sowas funktioniert. Oder so. Weil davon kannst du, von den Tier 3ern, die kannst du bis zu 10 Reihen da drunter setzen. Und dann geht eine Crop ab. Ich weiß nicht, ob einer von euch die Watch of Flowing Time kennt. Das geht nämlich dann so ab. Nee, das sagt mir jetzt nicht. Die Watch of Flowing Time sorgt in einem 5x5 Radius um sich selbst darum, dass jeder Block um 18 Ticks, um das 18-fache verschnellert ist, was die Ticks anbelangt. Ja gut. Ja, benutzt. Aber nur fürs EMC-Zeug. Ja. Die ist ja auch kein EMC-Mod. Nee, toll.
Wieso kann ich kein Potzoll durchsieben? Du weißt schon, dass wir hier einen automatischen Ofen, also einen besseren Ofen haben, Oskar? Du meinst das Sektmüll? Nee, den Eileus-Smelter. Das ist mir doch egal. Du kannst mir gar nichts vorschreiben. Der bringt drei Sachen auf einmal basierend auf Strom. Streik! Und doch, ich kann dir Sachen vorschreiben. So, doch Zeit für eine Battle-Arena. Siehst du, ich kann dir Sachen vorschreiben. Ja, du hast einfach nur den Ofen abgebaut. Ja. Das da, also die Würmchen werden auch kompostiert. Das ist sehr gut. Die Silkworms? Ja. Es gibt ja noch andere Würmer. Ich hoffe mal, dass die genommen werden. Sollten eigentlich. Ich hab die jetzt einfach mal dort reingeschmissen. Solange die nicht gebrannt sind, sollten die, also gebraten sind, sollten die gehen. Das sind ungebratene. Ja, dann sollten die gehen. Die gebratenen werfe ich nur Melvin zum Fraß vor. Wow. Willst du mal sehen, mehr bist du mir nicht wert. Boah. Aber beim Projekt mitzumachen. Ja, das ist was anderes. Das ist für mich, du bist mein Sklave. Nein. Doch. Nie einen Vertrag unterschrieben dafür. Doch. Ja, ich weiß doch, nicht, das sind die AGBs des Discords. Oh. Das oh. Und dass du dich hast weitlisten lassen. Mein größter Fehler. Ja. Leute, ich kann keine Iron Buckets geschmelzen. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt habe ich so viele von den Dingern hier. Okay, das hat mich jetzt gerade kurzzeitig selbst verwirrt, was ich gerade gemacht habe. Und dass das ging. Enchanting Table wird ja aus Obsidian hergestellt. Normalerweise schon. Ja, hier auch in dem Modpack. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich nur logisch, dass man ihn nur mit Dia abbauen kann. Nee, den kannst du auch mit normalen Vanilla mit Eisen abbauen. Ja, okay, ich hab ihn immer, baue ihn immer, wenn er mit Dia ab, weil er wird aus Obsidian hergestellt. Bedeutet stärker Obsidian. Normalerweise, ja. Logisch betrachtet, ja. Ja, aber du, im Grunde wird das Obsidian. Ist ja nur das Grundmaterial. Du hast ja noch das Buch und die Diamanten. Deswegen kannst du es auch automatisch mit Eisen abbauen. Wie weit ist denn der liebe Oskar mit unserem Flux Network? Ja, ich bin dabei. Und verzweifelt gerade nur ein ganz kleines bisschen. Was willst du denn craften? Moment, ich bin jetzt schon bei den Flux Core. Welchen Block craftest du gerade? Welchen Block? Ich bin jetzt beim Flux Plug, also beim Sender. Wie weit bist du mit dem anderen Zeug? Der große Reaktor wird noch ein bisschen dauern. Dann brauchst du mich hier gar nicht so zu hetzen. Ich könnte auch erstmal einen kleineren bauen. Ja, wir brauchen. Reicht dich das Nötigste so ungefähr? Ja, komm, wir machen jetzt erstmal einen kleineren Reaktor und hinterher machen wir den Max-Size. Weil das Sortiernetzwerk ist hier, glaube ich, doch mal ein bisschen wichtiger. Ich glaube, ich brauche mehr 7. Wir haben kurzzeitig keinen Strom mehr. Okay. Du brauchst was, Melvin? Brauch mehr Sieve. Mach dir Compressed Sieve. Compressed Sieve? Hast du ein Auge? Ja. Zwei Sticks und Holzstämme, 5 Stück. Eye of Ender? Mhm. Ja, du kannst doch eins craften. Oh. Wartet mal. Kids. Da bin ich wieder. Man kann Eye of Ender craften. Ja, Enderperle plus Blaze Powder. Achso, ja, nee, ich meine Enderperle. Aber habe ich jetzt selbst gefunden. Ja.
Ich glaube, selbst Enderperlen kannst du craften. Das gucke ich nach. Aus Enderperlenpowder, jupp. Essenz. Ist auch so. Aus so einem Dragon Eye. Oder aus dem Hühnchen. Hühnchen. Oder mit Botania halt. So, ich brauch. Was brauch ich denn? Moment. Jetzt hab ich hier auch einen Knochenhund drüben. Warum? Das bring ich jetzt mal hin. Das reicht mir jetzt hier. Komm her, los, bau ein Gehege. Oh lol, schon 22 Uhr. Hier, Melvin, denk dran, ich muss noch mit deinen Eltern reden. Nee, du wirst nie mit denen reden. Nie. Ich hab deine Adresse. Ich find auch die Telefonnummer raus. Oh Mist. Komm, jetzt bau mal ein Gehege. Wie? Jetzt oder was? Ja, natürlich, ich bin gleich da. In 5, 4, 3, Scheiße, Hunger hat mich verlassen. 2, 1,5. Ja, komm hier, also. 1,25. Los, Gehege, zack. Okay, warte. Du kommst so ein 1x1 Gehege. Aber es darf nicht rausspringen. Nee. Da rein. So, da bleibst du jetzt. Ich hab doch 3 davon. Was? Oh, guck mal, dein Kumpel kommt an. Nein! Soll ich den wegmachen? Püß dich! Willst du Schlückerei? Ja, komm! Au! Schlückerei? Guck mal, so einfach geht das. Oh, schmeckt super. Kannibale. Ich? Nö. Okay, warum haben wir hier so viel Rumschmetzel? Guck, ich hab hier eine Leiter. Ich hab gerade reingeworfen, wow. Melvin. Ich hab eine Leiter. Hauptsache, der Stone Chisel ist aktiv da. Ja. Den werde ich auch noch. Hier willst du eine Leiter? Hier, bekommst du gratis. Nee, hab ich selber noch eine. Nein, du bekommst jetzt eine Leiter. Läufst. Was ist das? Leiter? Platzier die mal hier. Warum? Warum craftest du so ein Mist? Ich weiß es nicht. Das war doch beendet, also. Ja, stimmt. Da hast du jeden möglichen Scheiß craften. Ja, bei Stranded war es ja dann so, dass zum Schluss eigentlich gar nichts mehr passiert ist. Ja. Und wir so viele Ressourcen hatten, dass wir gar nicht mehr wussten, wohin damit. So, hat halt wenig gekostet. Ich muss über Tyros, okay. Willst du auch gleich einen Flux-Konfigurator haben? Nee, ich würde gerne einen Flux-Controller haben. Oh, da oben sind Mops. Einen Konfigurator brauchst du nicht. Nein. Nee, es ist einfach nur, damit du einfacher Sachen kopieren kannst von den Einstellungen. Wir brauchen aber erstmal einen Controller. Gut, dann mache ich jetzt noch schnell den Controller. Darf ich den dann nutzen, weil ich finde mich mit den Einstellungen davon besser aus, glaube ich. Ja, ich gebe dir schon mal einen Flux-Point. Oh, was habt denn ihr hier für ein Hühnchen? Stimmt, haben wir eigentlich mittlerweile einen Dings. Sie ist mit kein. Ne. Ich weiß gerade auch nicht mehr als mehr aus dem Kopf, wo ich dieses dumme Ding hingetan habe zum Kühe transportieren. Fuck. Boah, wie hieß das? Ich hab's. Oh, Störgeräusche. Hallo, ich bin der Maler. Ich komme Ihre Wohnung anpinscheln.
Ja, und wenn ich sag, dass du Jochen heißt? Nein, ich bin Günther. Oh Gott. Fängt wieder an. Würdest du Jochen sein, würde ich dich direkt runterwerfen von der Insel. Jo, ich pinte jetzt ihre Wände an. Male, male, male. Das ist Maler Ingo. Ich lasse ihm meine Leiter hier als Geschenk. Der wichtige Geschenk. Maler Ingo. Oh, ein wunderschön. Du bist schon wieder weg. Ich bin bei mir, ja. Ich hätte gesagt, stell sie bei Tyrox auf. Da kannst du nichts aufstellen. Das ist einfach, das nein, einfach nur überall, jeder freier Block, wo man laufen könnte, einfach eine Leiter hinstellen. Kannst bei ihm doch was hinstellen. Nein, kann man nicht, wenn man nicht gewollt ist. Naja, ich könnte es entclaimen. Stimmt. Das wäre nicht das Problem. Was habe ich denn hier bekommen? Old Rods. Okay. Ich glaube, ich gehe aber gleich. Fußspuren?